Hallo und ein herzliches Willkommen zur zweiten Folge Transportwiffer 2 Mecklenburg-Vorpommern, Stralsund und Co., Alte Fähre, Rambin, Rostock, Greifswald. Naja, habe ich ja bei der ersten Folge schon gesagt. So, es hat sich ein bisschen was getan. Und zwar musste ich ja leider die Karte nochmal komplett neu machen. Also nicht die Karte an sich, das war ja alles schon gemalt hier, aber die Schienen musste ich alle wegreißen. Also, was heißt wegreißen? Nicht. Ich musste ja natürlich erst die Städte platzieren. Im Karteneditor. Und ich habe auch hier eine kleine, ja, ich habe hier bloß die Betriebe hier so hingesetzt. Hier unten habe ich was, hier habe ich ein bisschen was hingesetzt. Und den Rest habe ich hier oben auf Rügen. Alles ein bisschen zusammengebaut, dass ich dann von hier aus sozusagen dann immer Güterzüge dann losballern lasse. Irgendwie mit Autos irgendwo hinbringen und dann mit dem Zug weg. So, Stralsund wird natürlich die größte Stadt erstmal werden, ja, obwohl Rostock hier unten eigentlich viel größer sein müsste, aber naja. Ich habe sozusagen eine Stadt gesetzt, rundherum auch noch ein paar Städte gesetzt, habe natürlich den Namen weggenommen, bloß durch einen Punkt ersetzt. Ich weiß nicht, ob man den Punkt auch noch wegnehmen kann. Nee, funktioniert nicht. Also ein Punkt muss mindestens sein. Und aber trotzdem ist ja Rostock sozusagen hier die Stadt. Hier Sarnitz. Sassens wollte ich gerade sagen. Kral-Müritz. Vielleicht, ja, nee, das lasse ich da. Hier Ribnitz-Dammgarten, Bad, Stralsund, wie gesagt, riesengroß. Alte Fähre, Rambin, Samtens. Hier ist Putbus, Moment mal. Ach, hier habe ich Mist bockt. Hier habe ich vergessen, in das Dings reinzuklicken. Hier müsste doch hin, ja, was müsste denn eigentlich hin? Kleinen Moment, ich muss mal ganz kurz die Karte aufmachen. Das ist hier jetzt peinlich. Mensch, wie heißt das Nest da unten? Was habe ich da hingesetzt? Lauterbach. Das müsste eigentlich Lauterbach sein. Ich glaube, Lauterbach hatte ich da, glaube ich, hingesetzt. Genau, Lauterbach muss hier rein. Lauterbach. So, genau, so muss das. Hier unten kommt Görn hin, oder der S-Görn, Selin, Binz, hier oben Sassnitz. Naja, eigentlich müsste hier oben noch Puttgarden hin, aber ich hatte mir mal von einer Internetkarte hatte ich mir die Eisenbahnverbindung angeguckt. Das sind eigentlich so die hauptsächlichsten Verbindungen hier. Guti, ja, wie gesagt, hier habe ich die Brücke neu gesetzt. Ich hoffe, dass diese Brücke auch zugeht irgendwann hier. Ansonsten muss ich die wieder wegreißen. So, was habe ich getan? Ich habe diese komplette Brücke neu gebaut. Den Bahnhof habe ich schon wieder hingesetzt hier. Das ist ja Bahnhof Stralsund-Rügendamm. Den hatten wir ja schon. Stralsund-Rügendamm, so. Genau, hier läuft ja dann sozusagen, das ist ja die alte Straße, die nach Rügen hochgeht. Und das ist ja die neue hier. Hier geht's dann hier lang, hier geht's zum Hafen. So, hier habe ich schon mal zum Hafen. Eigentlich, ja, hier hatte ich auch eine Warenfabrik hingesetzt. Eigentlich ist das Quatsch, ich hätte das andersrum machen sollen. Ich hätte die da hinsetzen und die Schienen mehr ans Wasser, weil hier ja sozusagen noch ein Verladehafen ist hier für Getreide und so. Ja, gut. Ja, keine Ahnung. Nee, ich denke mal, ich lasse das jetzt so. Ich meine, ich wollte das zwar mehr oder weniger alles originalgetreu haben, aber naja, ne? Wollen wir nicht übertreiben. So, und zwar, hier geht's weiter. Jetzt muss ich mir natürlich erstmal ganz schnell nochmal die Karte raussuchen hier. So. Wo haben wir hier denn? Hier haben wir das. Ja. Wenn es mal schnell gehen soll. So, bin ich jetzt blöd? Ach, hier. Entschuldigung, jetzt habe ich es gefunden. So, wir haben. Ja, leider muss ich das alles nochmal neu machen jetzt hier. Das ist natürlich blöde jetzt. 1, 2, 3, 4, 5 Schienen. Wieso kommen hier 5 Schienen rein? So viele? Aber ich glaube, das Thema hatten wir letztens schon, ne? Ach ne, die eine Schiene geht ja wieder zurück. Das ist ja 1, 2, 3, 4, 5. 3 kommen aus Greifswald? Tatsache. Hier hinten. Ach so, die eine geht irgendwie noch irgendwie übers. Ach, die geht zu einem Dorf. Also kommen 2 aus Greifswald. Kleinen Moment. Die 2 kommen aus Greifswald und eine Schiene geht hier noch. Kleinen Moment.
Genau, da gehen sie über die Straße rüber und genau, und kurz bevor die hier abgehen nach Richtung Rügen, geht hier nämlich noch eine Straße. Welche Geschwindigkeit nehmen wir? Nehmen wir mal die 100er. Warte mal, hier ist ein Signal. Hier geht eine Schiene rüber. Dann könnte ich ja, warte mal, dann nehme ich die Weiche noch mal weg hier. So. Und dann mache ich die nämlich genau hier so. Als X kann sie dann rübergehen. Nee, nicht so. So. Genau, so mache ich das. Und die geht dann, wo auch immer sie dahin geht. So, ich mache es erstmal nur bis da. So, bevor ich es vergesse, natürlich gleich wieder ein Signal. Hierhin. Und auch hier steht ja schon eins. Supi. Dort lasse ich auch gleich hier hinten stehen. Nee, warte mal. Ach, jetzt habe ich wieder Mistmockt. Da ist doch das Signal, das ist doch die Weiche, die hier rüber geht. Ach, Mist. Kriege ich das noch wieder rein hier? Okay, dann muss ich das leider hier hinten rüber gehen lassen. Also ein bisschen schneller auch. So. Die Lok kann trotzdem gleich hier stehen bleiben. Ist ja Quatsch, wenn ich hier noch ein Signal hinsetze. Aber das Signal nehme ich dann weg. Und setze das weiter hier hinten hin. Ein bisschen, damit das nicht ganz so. So. Das sieht schon besser aus. Nein, was mache ich denn für einen Blödsinn? Das Ding geht doch hier dran vorbei. Deswegen habe ich doch gesagt, es kommen drei Gleise dahin. Ach mein Gott, bin ich blöd heute wieder. So. Ja, warte mal, dann kann ich das ja auch wieder wegnehmen hier. Das. Die Schiene. Die geht doch hier ran. Als dritte. Und die geht da hinten erst. Ab kurz vorm Bahnhof geht die doch erst rüber. Auf dieses Gleis. So. Wie gesagt, ob die Weichen nur und kompletten Schienen nur alle original sind, das, boah, ich denke mal, das werde ich jetzt nicht machen. Unbedingt. Aber halt, jetzt habe ich vergessen, mein Weckerchen zu stellen, damit ich weiß, wie lange ich aufnehme. Das weiß ich jetzt nicht, ob ich das jetzt so Stoppuhr. Zack. Ne, aber ich sag mal so, zumindest, dass die Verläufe der Schienen so einigermaßen original sind. Und die Straßen, hauptsächlich die Hauptstraßen. So, jetzt haben wir doch schon vier Schienen hier, siehst du? So. Halt. Supi. Genau, das geht ja geradeaus und der geht ja links rum. Okay. Nee, warte mal. Eigentlich ist das ja Quatsch. Das ist ja das Gleis, was hier lang geht. Dann kann ich das Signal ja wieder wegnehmen hier. So. Weil wenn die Züge aus dem Bahnhof rauskommen, müssen sie dieses Gleis nehmen und dann hier rüber. Genau. So. Dann werden wir mal gucken. Das muss alles wieder weggerissen werden hier, weil das ist ja hier die Hauptstraße. Pause habe ich gemacht. Dann reißen wir da erstmal alles weg hier. So, ich hoffe, mein Mausgeklicke ist nicht allzu laut. So. Du musst auch noch weichen, du musst auch noch weichen, du musst auch noch weichen. So. Dann können wir jetzt hier den Kopfbahnhof reinsetzen. Nee. Ja doch, genau. Kopfbahnhof. Habe ich das. Moment. Ich werde erstmal die ganze Sache hier glätten. Bevor das näher wieder losgeht hier mit dem. Ach, ist ausgeglättet, oder?
Ja, ich glaube, das hatte ich schon gemacht letztens hier, wo ich das angefangen habe zu bauen hier. Okay, das scheint alles klar zu sein. Diese Steine, ne? Hier müsste ich mal gucken, ob ich hier noch irgendwie hier. Ach, egal. Ob ich hier noch irgendwas finde, dass ich die 320 Meter? 240? Machen wir 240 Meter. So, mal gucken. Da vorne kommt noch so ein kleiner Vorplatz. Ich würde mal sagen, ich baue mal erst hier einen kleinen Vorplatz hier mit einer Einbahnstraße. Hier. Und zwar, nee, nicht. Ja, machen wir ruhig zweifach, ist egal. Warte mal, das ist die Straße. So. Ja, es stimmt zwar auch nicht ganz hier mit der Kreuzung, weil eigentlich geht das hier und vor der Kreuzung wieder ran. Ja, mal sehen, vielleicht kriege ich das. Oder ich mache das da mal dran. Ich versuche mal. Ja, machen wir das so. Genau. Ne, dann ist hier diese Art Parkplatz. Ja, guten Parkplatz muss ich jetzt nicht unbedingt bauen. So, jetzt kommt der Kopfbahnhof. Und der kommt dann da direkt ran. Muss ich mal überlegen. Die Gleise. Bevor wir hier durcheinander kommen. Eins, zwei, drei. Nee, ich glaube, das hatte ich nachträglich selber hinzugefügt, ne? Weil der links muss ja. Eigentlich ist das Quatsch, guck mal, wir müssen ja bis hier hinten ran. Ich mach das nochmal weg hier. Das Stück bloß hier. So. Lassen uns mal doch bis hier hinten hingehen, auch wenn es nicht, wie gesagt, nicht ganz hundertprozentig stimmt, aber der ist schon das erste Bahngleis, muss er hier direkt. Nee, auch nicht. Mensch, warte mal. Oh, ich komme total durcheinander jetzt. Nee, warte mal, hier kommt ja noch das Hotel hin. Ich glaube, die Schienen sind mir ein bisschen schräge. Naja, ich glaube, die Schienen sind ein bisschen mehr. Halt, ich gucke noch mal ganz kurz auf die Karte hier. Ja, klar. Das ist ein bisschen. Nein! Ich wollte doch. Ach Mist, ich wollte doch drehen. War das nicht mit Shift? Ach so, sag ich doch. Na, so sind die Schienen. Die sind zu der Straße parallel. So ein bisschen. So. Und dann müssen die jetzt hier ran. Machen wir das so. Und da kann dann vielleicht noch ein großes Haus dazwischen. So, ich mache es erstmal so. Dann muss ich jetzt sowieso hier rechts das alles wegreißen. Du kommst weg, du kommst weg, du kommst weg. Genau, weil hier kommt ja nur ein Gleis. Vielleicht reiße ich die Straße auch noch mal ab und baue die jetzt ein bisschen dichter daran. Weil jetzt habe ich den Bahnhof hier hingestellt und jetzt bleibt ja auch so. Na nu. Achso. Achso. So, das Gebäude kann eigentlich auch weg. Weil da machen wir. Doch, hatte ich ja gesagt, da mache ich das. Ach Mist, das passt ja jetzt mit mir mehr hin, oder? Nein! Nein! Och, leck mich doch! Ach, verdammte Kacke! Ja, ich hätte erst das Gebäude ransetzen sollen und dann die Straße ziehen. Ach Mann! Eine muss ich mal gucken. Ich mache die Straße nochmal weg hier jetzt. Scheiß drauf. Ich sag mal, lieber reiße ich die Straße weg. Als ich jetzt nochmal den. Ich meine, gut, der Bahnhof ist zwar jetzt auch nicht. Der Bahnhof ist jetzt auch noch nicht so doll, aber. Nein, ne? Doch, jetzt hier geht's. So. Aber jetzt kriege ich die Straße da trotzdem nicht ran.
Oder ich baue die Straße jetzt ein bisschen schräge. Ah, passt nicht. Okay, ich mache die große Straße nochmal neu. Du gehst auch weg. So, das ist City. Halt, City, vierspurig. Ich glaube, die geht sowieso so ein bisschen so und dann macht sie so einen kleinen Bogen. Aber der, ja doch, der Bogen geht so. Stimmt, der Bogen geht ja so. So. Dann so wieder zurück. Genau. Jetzt Einbahnstraße. Ne, warte mal. Wir machen das anders. Ja, komm, oder? Ne, warte mal, wir machen es hier ein bisschen gerade. Nein, das war ja verkehrt rum. So, so muss er. Wir machen das schön gerade an dem Haus. Und dann hier runter. So. Und du gehst so genau. Ja, ist jetzt nicht hundertprozentig gerade. Hier ist eigentlich jetzt der Parkplatz, das Bahnhofsvorplatz hier. Komm, lassen wir mal die Kirche jetzt im Dorf. Aber das Gebäude hätte trotzdem weiter nach rechts gemusst, eigentlich. Weil jetzt kommt ja hier noch. Ne, warte mal. Wir testen mal. Na, geh doch mal weg hier. So, eine Bahn, ein Bahngleis noch. Dann nehmen wir aber. Ne, warte mal, wir machen Bahnhof. Ich weiß gar nicht, wie schnell fährt man eigentlich im Bahnhof? Nehmen wir 30? 40? Machen wir 40. Geht das überhaupt? Ach nee, geht nicht. Ich muss die Schienen nehmen, die hierfür zugelässig sind. Ich glaube, das Thema hatte ich letztens schon mal. Hier genau. Da kann ich bloß leider bloß die nehmen. Na, was heißt leider? Ist ja auch gut so. So, dann reißen wir die natürlich auch wieder weg. Dann will ich natürlich auch elektrisiert. Ich komme immer durcheinander mit dem Wort. Elektrisiert haben. So, Oberleitung. Mal sagen wir das einfach so. Ich will Oberleitung haben. So. Na nu. Ach so, macht auch was hin. Ich hoffe, dass er die trotzdem mal dran setzt. Natürlich nicht. War ja klar. So. So, 1, 2, 3. So, jetzt kommt eine Plattform. Dann nehmen wir natürlich hier die schöne helle. Theoretisch kann ich auch zwei Plattformen hinsetzen, ne? Dann. Nee, warte mal, jetzt kann ich ja theoretisch. So, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt brauche ich Verschiedenes. Wo war das nochmal mit dem? Mit dem krummen Bahnhof. Achso, der war hier. Genau, da. So, keine Häuser. Jetzt muss ich erst noch mal ganz kurz gucken. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Halt, siehste, hier kommt nämlich noch ein Gleis ran. Aber nicht bis hinten durch. Wir machen erstmal nur bis hier, weil der krumme Bahnsteig. Weil jetzt kommt nämlich erst der krumme Bahnsteig. Wie gesagt, ich will das jetzt gleich vernünftig machen. Und zwar, warte mal, wenn ich ihn hier ransetze. Ich muss mal ganz kurz gucken. Und dann kommen wir genau da hinten dran vorbei. Super. Nee, halt, da fehlt ja noch ein Bahngleis jetzt. Also muss ich ihn ein bisschen tiefer setzen. Also muss hier unten eine Schiene hin. Ich ziehe die mal ganz kurz erst ein Stück durch. Die machen wir mal so. Jetzt gucken wir mal, ob wir das da ransetzen können. Na, das ist jetzt ein bisschen wenig. So.
Auch noch ein bisschen wenig. War das eine Bahngleis? Mal ganz kurz gucken. Ja, doch, 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 das kann so hin.